Jetzt darfst du, Mikatek. Freunde, Freunde, Freunde. Heute ist soweit die 25. Folge. Ich versuche, ein bisschen Freude vorzutäuschen. Juhu, Jubiläum. Ich laufe im Wald rum, warum auch immer. Ich habe nicht lange überlegen müssen, aber das Let's Play heute wird enden, weil ich habe keinen Spaß mehr dran. Ich hatte ihn noch nie, weil mich damit teilen, Let's Play einzulassen, war einfach ein Riesenfehler und sie spricht auch gar nicht, weil ich glaube, sie hat genauso die Schnauze voll wie ich. Muss ich dich enttäuschen? Nö. Mir leid. Nö. Dann mache ich halt alleine weiter. Baue ich mir eine eigene Welt auf, ey. Ich freue mich auf die nächsten 2500 Folgen. Weiter geht's mit Staxel. Juhu! Ja! Ah, das ist einfach, es ist so gestört. Wieso? Das ist geil. Ich habe jetzt nicht wirklich eingekauft. Ich war ja jetzt schon seit... Oh. Oh. Gute Nacht, Robert. Aber es ist die letzte Folge heute 25 für die heutige Aufnahmesession, denn die kleine Thai hat richtig Halsschmerzen und die Schnauze voll für heute. Mist, das hat für heute gesagt. Ich dachte, ich komme hier raus. Leute, helft mir. Nein. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nein. Mich hat kein Star, holt mich trotzdem hier raus. Nein. Da hat eine Kuh geschissen. Oh, immer diese scheiß Kühe, immer, ey. So, es gibt keine Bratstation für uns. Das heißt, ich werde nicht braten. Und hier steht ein Schild in Nirvana. Ach, wie schön. Dass keiner weiß. Dass so Kacke-Stilzchen heißt. Hallo, Robert. Hi, guck mal, was ich da eingestellt habe. Ein Klotz. Ein Obergeschoss. Toll. Ich fütter mal die Hunde. Kannst du bitte die Kühe füttern, melken und das Huhn füttern, Ei einsammeln und auch bitte gleich das Schaf scheren? Als. Danke. Als Gunnula sage ich. Ja. Und als Mika sage ich. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, aber ja. Ich habe was gefunden. Was? Ein pinkes Hasenhandy. Ja, ich habe ein blaues gefunden. Was? Ja, ja. Wieso schmeißen die Leute ihre Handys hier dagegen rum? Ich weiß nicht, weil die dumm sind oder so. Also ich habe ja keins, deswegen verliere ich meins nie. Ich habe da im Management einen, der regelt sämtlichen WhatsApp-Verkehr und so für mich und ja, na, läuft. Gaukelt den Leuten da ein bisschen was vor, so von wegen Privatkontakten und so. Mhm. Trogfutter ist voll, Hühnerfutter ist voll, Glühwürmchen ist eingesammelt. Was ist das? Was? Nicht ernsthaft jetzt, oder? Was ist? Moment. Wo hat's denn das einsortiert? Ja, hier. Funktioniert das? Moment. Robert, bleib mal genau da stehen. Oh, nö. Nein! Ich... Robert! Bleib mal stehen. Nein! Mal stehen. Nein! Du weißt doch gar nicht, was ich habe. Doch, du willst mich bewerfen, du dumme Sau. Mit was denn? Mit deinem Ball da, Schneeball. Ich habe nämlich auch einen gefunden. Ich habe auch einen im Inventar. Na! Oh, bleib stehen! Ich werde dir jetzt, ich werde mal gucken, wo kann ich denn die Küche hinbauen? Hier unten ist kein Platz für die Küche, oder? Oder doch? Ja, aber die Küche gehört schon ins Erdgeschoss. Ja, ne? Mhm. Hast du jetzt die Küche abgebaut? Nein, noch nicht. Gleich. So, warum liegt da ein Schneeball auf beim Kochen? Was?
Ja, da lag ein Schneeball bei Kochen. Auf der... Ah, das habe ich vielleicht dahin gelegt. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Ei. Das ist auch so ein Ei. Du hast ein Ei. Verdammt, woher weiß sie das schon wieder? Man weiß es nicht so genau. Ja, hab's auch noch nicht rausgefunden. Wo so... Ei. Nee, scheinbar habe ich auch 5 Eier. Was? Wieso liegt jetzt da an? So, 6 Eier. Ich sollte mich bald um die Tiere kümmern. Kühe melken. Ich habe da mal eine Frage. Nein. Für Eier. Nein. Was, nein? Nee. Wo ist das Kuhmelkgerät? Da wo... Das... Wie heißt das? Na, da beim Hühnerstall. Warum ist es nicht da, wo es hingehört? Wo denn? Beim Tierstall. Weil ist so. Könntest du mal bitte etwas Ordnung halten? Das war meine Ordnung. War meine Ordnung. Nee, 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 nee. Einmal nicht. So ätzend heute wieder, Mika, ey. Problem damit, oder was? Ja. Dann hör doch das Let's Play auf. Nein. Weißt du, ich mach das nur mit dir, weil du den Server finanzierst, weißt du? Ja, und du meinen Ruhm abgreifen willst. Klar. Was für ein Zeug? Wo ist... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Erst streicheln und dann mit der Schere ins Gesicht pieksen. Was? Das Schaf ist nur noch halb so groß, sehr gut. Was? Was? So, jetzt habe ich, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Oh, Ich nehme reinlegen. Wir haben 4 Wolle. Und irgendwo habe ich noch Milch. Aber die Milch, die würde ich gleich weiterverarbeiten, wenn das okay ist. Wenn du dich das traust? Erst koche ich... Jetzt wollte ich erst Eier kochen, hab's aber erst schon mal richtig schick. Wo sind jetzt die Milch hin? Ich hab doch gerade die Milch noch einer. Nee! La la, sei doch mal lustig! Ich bin so konzentriert hier. Okay, cool. Ja, nice. Nina, nice. Ja, nice. Oh, nicer Scheiß. Nicer Scheißer. Klar, Mann. Alter. Was wollte ich jetzt tun? Irgendwas mit Eiern. Ja. Ich habe vielleicht noch ein Ei in der Tasche. Warte. Buch. Too much information. Weiß ich jetzt nicht. Wo hast du das Ei her? Gesammelt. So nennt man das heutzutage, ja? Ja. Dieser Mann macht mich fertig, ey. Es ist ein fermentiertes Ei. Das mache ich übrigens immer. Möchtest du das gerne kosten? Das fermentierte Ei? Ja. In manchen Regionen dieser Erde gilt dies als Delikatesse. Ich weiß. Das sind genau die Momente, in denen ich sterben möchte. Warum? Fermentierte Eier? Ist fast so toll wie gegorener Fisch aus Schweden. Ja, kannst du dich ja dran erkürzen. Ich labe mich daran. Ich packe mal die gefundenen Fundsachen hier unten in ein Regal für Fundsachen. Die gefundenen Fundsachen packst du in ein Regal für Fundsachen. Genau. Oh Gott.
Okay, tu dies. Ja. Oh, dieses. Ja. Ja. Ist nicht so schlimm. Ich glaube auch nicht. Ich habe über 4000 Milliarden, Trilliarden, Fantastilliarden. Oh, nicht den Wasserkrug verkaufen. Warum habe ich den eigentlich im Inventar? Oder die? Das weiß ich nicht. Mikatech. So, und jetzt werde ich was machen, kaufen. Brauchst du irgendwas? Nein. Dann werde ich jetzt ein wenig großkotzig. Dann wünsche ich dir dabei sehr viel Spaß, lieber Mika. Vielen lieben Dank. Sehr gern. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Ja. Wenn man jetzt sagt, man würde. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eher Richtung nochmal mehr Geld verdienen gehe oder Richtung nochmal ein bisschen Komfort gewinnen. Aktuell eher Geld eigentlich. Ja. Mich würde auch interessieren. Ja. Ey. Der Saatguthersteller. Habe ich schon gekauft und hingestellt. Es gibt Momente, da kann ich dich sogar gut leiden. Das finde ich sehr nett. Ja? Mhm. Okay, dann ist der Saatguthersteller schon mal außen vor. Ach, hier gibt's doch Lampen. Wandlampen, okay. Deckenlampen. Ah, die habe ich beim anderen Mal übersehen. Eine Backstation. Die Bäumchen werden ja langsam, ne? Ja, die sind schon ordentlich gewachsen, aber es ist noch keine Frucht dort. Das wird wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr soweit sein. Dann ist die Backstation noch nichts. Dann könnte ich ja echt Richtung Komfort gehen und sagen, ich besorg uns einen Versandkatalog. Ja. Dann können wir ja von zu Hause aus verkaufen. Ja. Könnte man das angehen? Ja. Klar, auf jeden Fall. Dann ist das hiermit. Ja, so große Ausgaben bespreche ich mit dir. Das ist in einer guten Ehe, muss das so sein. Ach so. Das ist aber nett. Mhm. Hurra! Mikatech kann nett sein. Das kann ja wenig überzeugen. Ja, ich habe einfach mittlerweile ein bisschen die Schnauze von dir voll. Echt? Ja, ja, weil du immer so gemein zu mir bist. Dabei bin ich so ein nettes Kerlchen. Was? Wow. Mhm. Okay. Ein ganz frecher Kerl bist du. Robert. Die Waschmaschine in der Küche? Ja, warum nicht? Ins Badezimmer, komm mal her. Waschmaschine in der Küche. Sind wir hier bei Schlempels? Du bist bei Schlempels, ey. Was? Hm. Erzählst du denn da? Was ist denn das? Hast du jetzt da gerade einen Trockner hingestellt? Ja. Dann in der falschen Ausrichtung. Heu nicht immer rum. Dann mach doch mal was richtig. Nein. Ja, das, den Eindruck habe ich auch. Entschuldigung, manchmal fällt es mir schwer da. Weißt du, ich bin so bemüht, ja? Bemühte sich stets. Ja, und du bist einfach nur scheiße wieder, ey. Nein, ich bin der Professionelle von uns beiden. Aha. Weil ich möchte mit YouTube Geld verdienen. Ach so, kannst du mich mal grüßen? Hat die Autogrammkarte nicht gereicht? Die habe ich immer noch nicht. Ja, musst du halt mal die Nachnamensendung annehmen. Ich habe gar keinen Nachnamen, hast du es vergessen? Die Nachnamensendung. Ach so. Oh Gott, ey.
Achso, oh, oh. Ist jetzt rausgerutscht? Natürlich meinte ich nicht Müller, sondern Schneider. Oh, oh. Natürlich meinte ich nicht Müller, Schneider, sondern Schmidt. Mist, jetzt ist aber mal gut. Verdammt, hab ich wieder. Ja. Unmöglich, ja, unmöglich. Echt. Mika stinkt. Nach Rosen. Ich habe heute sogar zweimal geduscht. Warum das denn? Einmal morgens und einmal nach dem Sport. Ach so. Mhm. Ach, und du meinst, das hilft dir, ja? Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, guck dich mal an. Woher willst du wissen, wie ich aussehe? Wir haben uns zweimal, dreimal über Cam gesehen. Ja, das reicht dann aber auch. Ja. Oh. Kann ich ja nichts für. Du wolltest doch unbedingt. Hat mich jetzt aber nicht unbedingt gekickt. Nee, mich auch nicht. Naja, es war... Ach, Mann, ey. Weißt du, warum habe ich jetzt auf so eine Scheiße eingelassen? Ich habe noch gesagt, nee, komm, jetzt zieh mal ein bisschen hier professionell durch. Nimm die Anfrage von Gronkh an. Mach ein bisschen was mit Ranzratte. Bisschen Mucke und so. Ja. Oh, es stinkt ja nach Lügen. Wieso, was willst du erzählen? Dir will ich gar nichts erzählen. Ja, die Zeiten sind da vorbei. Das haben wir ja relativ schnell gemerkt, schon, weiß nicht, schon mit der ersten Folge oder so. Eieiei. Und sämtlichen Scheiß hier muss man umbauen, echt. Ich baue das so schön auf. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Da kommt so eine kleine Ratte und macht mir alles kaputt. Ja, von wegen alles kaputt. Guck mal, was ich da hinter dir aufgebaut habe. Was stehst denn du da eigentlich in der Gegend rum? Was soll das sein? Ein Küchentresen. Eine Arbeitsfläche, an der wir zu zweit kochen könnten. Falls wir uns mögen würden und das Let's Play heute das nicht. Das geht aber zu weit in den Kamin, oder? Nein, es ist schlüssig mit dem Kamin. Mhm. Das ist genau das, was Männer lieben. Wenn eine Frau mit antwortet. Tja. Oh, was? Ich bin am Küchentresen eingeschlafen. Ich bin eine gute Frau. Du bist eine Tresenschlampe, ja. Ach, wie schön. Verpiss dich jetzt! Erinnert dich das an Verhalten eines anderen Menschen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Nee, wieso? Nein. Nee. Kein kleines bisschen so. Nee, warum? Bist du da ganz sicher? Mhm. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Den Versandkatalog irgendwo hinstellen. Halt die Fresse, geh da jetzt rein. Wo rein? Was? Nein. So. Flop. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Da muss ich lang. So, da haben wir noch ein paar Pilze. Ja. Boah, ja, was für ein massives Gebäude im Vergleich zu den anderen. Ja, aber es ist noch nicht fertig. Es wird noch massiver. Nee, ich mach da noch einen Balkon ran. Also einmal drumherum, ne? Mhm. Also ich wollte wenigstens schon mal den Krempel von draußen nach drin bringen. Schreibtischuhr? Wirklich? Ja. Auf dem Küchentresen? Ja. Was ist jetzt wieder dein Problem?
Ich weiß ja nicht, wie es bei Schmitz zu Hause aussieht, aber... Oh, oh, ich werde mich sowas von bei Kathi beschweren. Nein, nicht bei Kathi, oh nein. Das ist unfair. Da komme ich wieder in den SM-Keller von ihr. Ich glaube, das hat sie mir mal in irgendeinem Stream angedroht oder so. Irgendwas war da mal. Habe ich denn die dunkle Erinnerung? Ich habe es dann verdrängt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir an dem Abend noch in den Schlaf geweint habe. Das ist auch richtig so. Habe ich jetzt den falschen Block? Mein Spiel ruckelt gerade extrem. Echt? Bei mir überhaupt nicht. Bei mir ist alles tutti. So, jetzt geht's wieder. Das war gerade ein bisschen arg. Könnte auch an meiner Maus liegen. Es lag an meiner Maus. Cool. So. Na, ah, das passt jetzt wahrscheinlich. Scheiße. Sieht jetzt doof aus, ne? Ja, ich hätte es nicht abgerissen. Na, ich hab's ja ersetzt. Ich komm gleich schauen. Ah, das ist jetzt Mist. Schade, dass man da keine Bänder ansetzen kann. Ja, wenn dann... Ja, warte mal, nee. Achso, hier ist doch noch eine Backstation. Die kann da ja dann rein. Das ist doof. Brauch ich ab. Was lacht es denn so dämonisch? Hä? Oh oh. Nicht den ganzen. Nein. Ich habe ein Problem. So. Was wolltest du denn hier machen? Lass mich in Ruhe. Ich hab's gleich geregelt. Moment. Na. Nicht sehr ernsthaft jetzt, oder? Ja, klar. Genau die Stelle wollte ich gerade bebauen. Jetzt habe ich das scheiß Ding da in der Hand. Und hab die linke Maustaste gedrückt. Klick doch irgendwo hin. Dann mache ich es anders. Und zwar. Ja? Weiß jetzt aber nicht, ob das intelligent wird. Bei dir sicherlich nicht. Halt die Scharnauze! Geklaut! Was geklaut? Scharnauze. Ah, wie rum soll ich denn das setzen? Oh cool, Spiegelei! Ist eine Bordstation? Ja, hier ist ein Breta. Hä, wo kommt der her? Ich glaube, ich habe den Habe ich den gekauft? Hä? Anscheinend. Der Back. Oh. Nein! Hier braten! Okay. Witzig. So sieht das kacke aus. Das baue ich nochmal ab. Ist das die Versandstation? Ja. Ah. So. Nein, so habe ich es doch gerade gebaut, ich Idiot. Mir gefällt die Anordnung noch nicht so ganz. Wenn dann so. Weil das die Ecke ist. Wo bist du? Ich komme gleich wieder. Honeycomb. Ich will ja hier ein bisschen einsortieren. Ah, das ist ja sau cool. So kann man direkt aus dem Menü verkaufen. Du musst das Zeugs nicht immer reinlegen. Echt? Ja, obergut. Ja, schön. Wobei ich das schon schön finde, wenn man da mal immer hinrennen kann. Ins Dorf, meinst du? Ja, aber so für zwischendrin kann man mal schnell da verkaufen. Das stimmt. Also gerade jetzt, du kommst in der Reise zurück, hast 1000 Schmetterlinge und so. Ja. Und... Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Also nimmt man das in die Hand oder packst es einfach drauf? Du besitzt keine Versandstation? Was? Was? Das ist der Versandkatalog, ich Idiot. Oh. Wir brauchen noch eine Versandstation. Mit dem Katalog kannst du die Station bedienen. Schatz.
Sie ist enttäuscht von mir. Mm-mm. Robert! Nur ein bisschen. Was bist du ja gewohnt? Schön. Ja, echt, weißt du, wieder nur verkacken hier. Ich gehe mich im Meer ertränken. Gott sei Dank. Hast du Tiere versorgt? Nee, warum? Weil die beide Hunger leiden. Welche? Die Hunde. Und? So geht Titan mit Tieren um. Geil, ne? Das ist die Rache dafür, dass mein Hund mich ständig anfurzt. Ernten? Mann, Mist, Mist, Mist. Hey. Halladi. Hallado. Er wird für langsames Fasten zu Hause, würde ich sagen. Ja, ich bin auch sehr konzentriert hier. Ich finde das gut. Ranch, Beistelltisch. Ich muss hier die ganze Zeit Leute unterhalten, ne? Das ist ja nicht mein Problem. Ich bin auf jeden Fall hochkonzentriert. Mir gefällt das hier sehr gut. Deine Zuschauer sind nicht dein Problem? Ja. Mhm. Mhm. Welche Zuschauer? Ich bin einer davon. Was? Ich guck mir alles an. Na, nee. Das stimmt nicht. Stimmt nämlich nicht. Es sind unterschiedliche Spiele. Conan ist nicht ganz meins. Ja, die heutige Folge Staxel hast du auch nicht geguckt. Weißt du das sicher? Ja. Das stimmt nämlich, glaube ich, nicht. Mhm. Nee, warte mal, ich habe heute die von gestern geguckt. Das kann nämlich nicht sein, weil wir die von gestern zusammen geguckt haben. Stimmt. Hör auf zu lügen, ey. Ich habe heute eine geschaut. Kein Witz. Und zwar, als ich die für morgen hochgeladen habe, habe ich eine von dir geschaut. Warte mal, was war denn heute? Die von morgen ist, das kann man jetzt sagen. Also, die von morgen heißen. Ist immer doof, weil wir spielen ja schon für die Zukunft, ne? Ja, ja. Also die für Sonntag, den 24. habe ich heute am 23. hochgeladen. Und die wird der Fungizina heißen, glaube ich. Ja, die kommt ja morgen, die Fungizina. Genau. Und heute war... Was? Das hatte mal mit Einkaufen angefangen, glaube ich. Das ist der Riesenbunker hier. Mir fehlt ein Dach. Ich bin nicht fertig, du undankbares Stück. Hallo, hier schneit's drauf. Ja. Ist das mein Problem? Ja. Du darfst den Schimmel wegmachen. Ich bin die Frau hier. Mhm. Bisse, bisse. Igitt. Ja, meinen sieht man eh nicht. Nee, vor Pilz, ne? Mhm. Den Zaun hat es auch noch nicht zugemacht. Ah, je. Und nicht mal fertig ist er, nicht mal ansatzweise fertig. Dann mache ich das halt. Mittendrin aufgehört und dann wieder neue Baustellen anfangen. Geht das schon wieder los? Was dann? Das ist unmöglich. Du hast mit dem Zaun ums Gelände angefangen? Nee. Da muss man erstmal wieder einen neuen machen. Naja, warum war in der Werkstatt noch so viel weißer Zaun? Mit dem ich zum Beispiel nicht mehr. Kleinen Garten... Aha. Neue Baustellen anfangen, behaupten, da muss man erstmal neue machen. Mhm. Komischerweise ist da aber schon welcher da. Mhm. Und... Ja, warum? Warum? Nee, den gönne ich ja nicht. Ich schlafe auf dieser Seite. Hä? So. Kann man da unten jetzt schon was verkaufen? Nein. Weil ich mir die Versandstation nicht leisten kann. Was kostet die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geschaut, aber... Ich habe bloß noch 1000, ein paar zerquetschte. 1300 habe ich. Ich auch. Das ist dann ja natürlich ungünstig, ne? Hm, hat irgendjemand von uns beiden doof angestellt. Und bin dafür, dass du das warst.
Weil ich hier gerade so wunderschön den Zaun weiterbaue und meine Nase juckt. Ekelhaft. So. Findest du mich halt so ekelhaft? Ja, findest klar. Findest du mich ekelhaft, du ekelhaftes Stück? Ja, ja. Oh. Oh. Mega. Tai. Wir sind fertig. Ich bin sowas von fertig. Nein, wir sind jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig? Mhm. Gott sei Dank, ey. Ja, liebe Freunde, dann hoffe ich, die 25 Folgen des Let's Plays, was spielen wir hier eigentlich? Weiß ich gar nicht. Nein, Mistspiel. Keine Böcke mehr drauf hier, scheiße. Oh, geht das schon wieder los, ey? Ja, die letzte Folge Staxel. Nein. Ich denke mal, ich werde demnächst irgendwas anderes spielen. Ich hätte eigentlich Bock auf Fortnite oder sowas. Oder spielen Assis eigentlich sonst noch so, hat er das laut gesagt? Hat er da getriggert? Ja, hat er getriggert so ein bisschen. Ja, hat er. Spielst du Fortnite? Ja, hab ich. Ach, scheiße. Das erklärt einiges. Was hat er da gesagt? Hat er schon wieder gesagt? Da bin ich mal auf Kommentare gespannt. Ich wiederhole es nochmal. PUBG für nichts besser. Ich glaube, ich muss wieder PUBG spielen. Leute, schaltet bitte ab jetzt. Nee, bleibt noch ein bisschen dran. Schaltet bitte ab. Es ist eins ja nicht. Mach ich noch. Briefkasten mitten auf dem Grundstück. Ich bringe ihn gleich um. Es war doch die letzte Folge. Oh. Ja, liebe Freunde. Ich möchte mich hier an dieser Stelle recht herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr wieder dazu geschaut, reingeschaut habt. Ich kann nicht mehr sprechen. Es war sehr nett mit euch und wenn ihr Lust habt, dann vielleicht bis zur nächsten Folge, Folge Nummer 26. Wenn ihr euch dagegen entscheidet, kann ich das wirklich gut verstehen. Ich auch. Oh, Briefkasten falsch rum. Warum reißt du alles ab, was ich aufbaue? Weil du Scheiße aufbaust. Mach deinen Scheiß alleine, ey. Oh. Arschloch. Zicke. Pimmel. Mosch, Mosch. Spacken, ey. So, guck mal. Briefkasten gehört an den Eingang des Grundstücks. Ich meine, hier rennen zwei Hunde rum. Ich bin Briefträger, ja? Wuff, wuff, wuff. Tot. Du kriegst keine Post mehr, keine Rechte mehr. Ach, wie schön, ich kann nicht mehr. Arschloch. So, Freunde, wir sind jetzt raus. Ich wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Und ich kann euch nur raten, tut es nicht. So, wir sind raus. Los. Bis dann. Tschüss.